Bin mir nicht sicher, ob ich das alles positiv nennen kann. So. Ich sollte vielleicht mal zu Kalkstein gehen, der war doch auch vorhin noch genannt. Da ist nämlich bei dem eh noch was gut. Kalkstein! Ist hier eine Feuerstelle irgendwo? Nee. Lalalala. Erstmal ein bisschen bedienen hier. Genau, und Hauptsache das wieder nicht mitnehmen, weißt du? Das habt ihr bereits gelesen. Ich sage euch, dass das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der gewöhnlichen wölfischen Sturms, bricht an. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts nähert oder nahet. Die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Ted, Dairat, die Endzeit. Die Welt wird im Frost untergehen und die mit einer neuen Sonne werden wiedergeboren werden. Sie wird aus älterem Blut neu geboren werden. Aus Hen Icher. Aus einem Samenkorn. Dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Es tuat esse. So sei es. Achtet auf die Zeichen. Ich sage euch, welches diese Zeichen sein werden. Das Blut der Enseide. Das Blut der Elfen wird den Boden tränken. Okay. Was haben wir hier noch? Das haben wir anscheinend gerade gelesen. Könnt ihr euch einen Alkohol mitnehmen? Der Typ pennt gerade. Treppe nach unten. Grundlagen der Alchemie. Meister Jedrezei. Um die Alchemie zu verstehen, müsst ihr zwei große Wahrheiten verstehen. Erste Wahrheit, wie oben so unten. Zweite Wahrheit, alles ist eins. Ist ja im Endeffekt das gleiche. Diese Wahrheit lernen, dass alchemistische Substanzen überall um euch herum sind. In Feldkräutern, in menschlichen und tierischen Eingeweiden, sogar in Steinen. Die Alchemie ist Leben und Leben ist Alchemie. Wenn ihr alchemistische Vorgänge versteht, dann versteht ihr auch die Prozesse des Lebens und die Welt der Natur wird euch zu einem offenen Buch. Über Alchemie ist auch Wissen. Aber Alchemie ist auch Wissen. Raucht der Trank die Blüte oder das Blatt? Wo finden sich Karmin? In der Niere oder im Auge? Diese Fragen beantworten Bücher. Lest daher die alten Meister und neueren Werke. Übt eure Kräuterfertigkeit und das Mischen von Öl und Pulver. Aber zuallererst experimentiert. Denn die größten Entdeckungen der Alchemie wurden auch durch Experimente gemacht. Damit haben wir auch das gelesen. Da haben wir noch eine Holztruhe. Hinlegen kann ich mich leider nicht. Ich habe keinen Fall bei dem gerade gelesen. Hab ich nicht. Das habe ich auch nicht gelesen. Irgendwas mit Hexerstand, ja? Schreibung der Hexe. Ist das das Ding, was... Das ist doch das Ding, von dem Wesen mir geredet hat. Wahrlich, nichts Abstoßenderes existiert.
Denn diese wieder natürlichen Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberei und Hexerei. Schurken ohne Gewissen sind sie, ausnahmslos. Tugend und Skrupel sind ihnen fremd. Sie sind wahre Kreaturen der Hölle. Hier. Die nur Mord und Totschlag kennen. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und dieses Kermorhin, wo die Bösen hausen und üble Rituale ausüben, muss von Antlitz der Erde getilgt werden. Worauf sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind, um das Werk zu vollenden. Okay. Damit haben wir jetzt auch das mal gelesen, was Wesemir erwähnt hat. Kalkstein. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Ach nee. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Wieder eine Untersuchung. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Es gibt Anzeige. Mal kurz pausieren. Wir haben wieder die Dinge. Tiefer Schnitt, bleibt der Heb und was hier kommt. Machen wir nach und nach. Hauen wir eine Stunde Meditation raus. Wo ist der Typ hin? Kalkstein. Oh, tut. Ich bin wegen. Habt ihr etwas cool gemacht? Noch nicht. Säumt nicht. Ich brauche es für meine Lösung. Okay, der ist der cool Auftraggeber. Oh. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Das ist ein Angebot, ne? Mal sehen, was ich... Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal.
Das probieren wir aus. Wo ist das Ding? Ich will mich teleportieren. Wie komme ich zum Sumpf? Nehmt das Westtor. Da ist ein Deich, denn... Und was dann? Ihr findet dort eine Fähre, die euch zum Sumpf befördern kann. Ah. Fährt die Fähre in beide Richtungen? Ja, am Sumpf gibt es einen Landungssteg beim Dorf der Ziegelbrenner. Zu dem muss ich ja eh. Oh, tut mir leid. Ich war... Bis dann. Wo ist jetzt das Ding zum Beamen? Ich will wissen, wo das Ding ist. Das ist eine Frage. Gucken wir mal wegen Beringa da draußen. Wir müssen da eh raus. Oder was haben wir denn noch? Oder ich bring den Fistech. Gut, da weiß ich noch nichts. Da muss ich mich durcharbeiten. So einfach wie Reimer sich das wünscht, um sich die Verdächtigen unter der Oberfläche. Verdächtiger Taler, verdächtigter Vincent Miles. Grüße mir vertraut, ich muss Zeugen befragen. Würfelpoker Anfänger. Ja, dann machen wir es mit den Ziegelbrennern. Dann müssen wir doppelt hin. Oder gehen wir an bei Thaler vorbei. Ich würde da gerne echt hinkommen. Tor zum Deich ist da hüben gleich. Das heißt rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Wann ist das Tor zum Deich? Ja, aber Siegfried kurz. Ah, da ist der Typ wieder. Der Mickrige sollte das. Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Guter Mann. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Ich sag doch, der ist voll in Ordnung, der Kerl. Hauptmann muss ich dann auch noch, aber wir gehen zum Deich. Hey, ja, wo bin ich denn hier? Ich hab Schmerzen. Gefall ich euch?
Hafenhure, wird ja immer schöner. Söldnerwache, Söldnerwache. Das ist der Typ wieder. Ihr seht weder. Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr Leuwarden? Der bin ich. Reden wir. Ja? Ich denke, ihr zahlt für Salamanderabzeichen. Ich weiß nur noch nicht warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her und kann es beweisen. Wenn das so ist, bringt mir 3 Abzeichen. Dann reden wir. Ich habe 3 Salamanderabzeichen. Erzählt ihr mir jetzt von eurer Geheimgesellschaft? Ausgezeichnet. Ich zahle sonst 20 pro Stück. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ihr bekommt das 10-fache. Großartig. Aber ich würde immer noch gerne wissen, warum ihr Kopfgeldjäger bezahlt, um Salamander zu jagen. Sie sind nicht gut fürs Geschäft. Euer Geschäft? Alle Geschäfte. Hört zu. Es sind Kräfte am Werk, die eure Vorstellungskraft übersteigen. Seid dankbar, dass ihr nicht wisst, wie die Welt wirklich ist. Leuwarden, ich habe schon so viele hochtrabende Reden gehört. Auch eure Worte beeindrucken mich nicht und diese Kräfte sind mir scheißegal. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? Lebt wohl. Das ist echt hilfreich, ey. Dann verdiene ich jetzt auch noch Geld dabei. Ich hätte noch mehr von diesen Abzeichen, mein Freund. Ja? Schade, ich habe gehofft, dass ich mir die Abzeichen verkaufen kann. Hätte ich echt gern gemacht. Komm ich da raus? Ne, ich glaube, ich muss zum Fährmann, ne? Und der fährt mich dann rüber in das Sumpfgebiet. Wir speichern nochmal kurz. Safety first. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Ja. Okay. Kann's losgehen? Nee. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Das ist ähnlich wie beim Hobbit. Oder bei Herr der Ringe ist so ein Schiff. Ich weiß es gar nicht, ob es Hobbit oder Herr der Ringe ist. Die Musik war gar nicht schön, dieses Düm-Düm. Jetzt kommt der weiße Hai. Ich wiederhole, die Musik ist echt schön. Hört ihr was man nicht unbedingt hören will? Um mich guckt irgendwas an, was ich nicht unbedingt zum Angucken will. Fährmann. Ausdünstungen. Ertrunkene. Wer seid ihr? Deine Mutter. Ein Hexer. Ach so, sorry. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhardt hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Wer war Bonhard? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos.
So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. Okay. Ich bin wegen der Anzeige. Endlich. Hab. Ich komme wieder. Ich werde hier sein. Ah, das ist der Wurstpelztyp. Großvater. Hallo, mein Junge. Hi. Ich bin nicht euer Junge, Großväterchen. Ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt. Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nicht so ungut. Schon gut. Danke. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Erzählt mir von dem Magierturm. Warum interessiert ihr euch? Ich muss ins Innere. Ein ehrgeiziges Ziel und Ehrgeiz ist das halbe Leben. Ich bin so müde, das alles zu erklären. Aber ich mag euch, Junge. Irgendwo hatte ich ein Buch darüber. Vielleicht lasse ich es euch mal lesen. Danke, Großväterchen. Ich bin ehrlich gespannt, ob ihr das schafft. Was war das? Da braut sich ein Sturm zusammen. Hütet euch vor Blitzen. Besonders viel Sinn ergibt das alles nicht. Hör auf, Großväterchen, Junge. Meine Gelenke sind ganz steif. Es muss sich also ein Sturm zusammenbrauen. Oder der wird einfach alt. Lebt wohl. Aber jetzt suchen wir später, aber... Ziegelbrenner. Wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet. Ertrunkene, Ziegelbrenner. Sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Alter Ziegelbrenner. Ba, ba, ba. Seid gegrüßt. Ba, ba. Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch? Jetzt nix, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Tisch gefallen. Ich hab das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Jo, glaube ich nicht. Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfällern, Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Was wollt ihr wissen? Das ist ein Hexe. Wo finde ich die Holzfäller? Baba, Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Und sonst? Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerdorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Okay. Wo kann ich die Druiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien, die da nur so sitzen mit den Druiden. Es geht direkt nach Süden, Westen, aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. An den Hölzern vorbei. Und jetzt an den Holzfällern und das sind das wieder andere. Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern, jedes Jahr immer mehr. Die vielsten finden
findet ihr beim Turm. Turm? Jep. Hm? Gehst du gerade nach Westen und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magierenturm. Mhm. Der ist aber abgeschlossen und nichts als elende Stechmücken und ein paar Gelomse sind da. Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons, die wo brave Ziegenleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir wieder Scheinungs- und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was Stechmücken. Cooler Typ. Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Hm? Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Lebt wohl.